dass wir bestimmt mittlerweile bei jeder Folge bei um die 1 Million Klicks werden. Hundertprozentig. Das heißt, bei insgesamt 14 Folgen mit der Bonusfolge noch oben drauf, wären wir bei 14 bis 15 Millionen Klicks und vielleicht sogar noch darüber. Das mal zum Thema, dass das Thema ja eigentlich keinen mehr interessiert da draußen, außer die Schwurbler. Ja, die halten noch an diesem Thema fest, die paar Schwurbler da draußen. Einfach um ein direktes Feedback vielleicht mal zu bekommen, wie gefährlich ist das Ganze im Vergleich zu dessen, was man da vielleicht im Fernsehen, im Radio und so weiter hört. Nichts, gar nichts. Ja? Ich war total perplex. Ich dachte, na gut, wer Interesse hat, kann anrufen, ist doch kein Problem. Aber es kam nicht. Dann durchlief das Jahr 2021 relativ normale Werte und dann... und dann zum Jahreswechsel auf 2022, ging das Ganze nach oben. Aber wie? Ja, also auch hier wieder erschreckende Zahlen. Es geht weiter und es hört nicht auf. Man liest es natürlich immer wieder in den News, dass wir mit sehr, sehr vielen Krankheitswellen derzeit zu kämpfen haben. Und ja, wir haben ungewöhnlich hohe Krankenstände und das im Sommer. Und sowas gab es eigentlich so gesehen noch nie. Und ein Mann, ein Arzt, beschäftigt sich jetzt mit dem Ganzen und wir schauen jetzt in ungewöhnlich hohe Infektionszahlen im Jahre 2024 und das im Sommer. Wir gehen rein. Es ist unglaublich, was für eine Resonanz dieses Video ausgelöst hat. Ich war normalerweise bis dahin, bis zur letzten Woche, ein ganz kleiner YouTube-Kanal mit 24 Abonnenten, mit ein paar Drohnenvideos, mit ein paar Reisevideos. Und dieses Video letzte Woche hat eingeschlagen wie eine Bombe in meinen Kanal mit, ich glaube, 60.000 Aufrufen, 1.000 Kommentaren und über 1.000 Abonnenten mit einem einzigen Video. Es ist unglaublich und es zeigt mir tatsächlich, dass hier das Thema Impfung und Corona noch längst nicht gegessen ist. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Ich wollte ihn noch zu Ende reden lassen. Ja, das ist das ja eben. Das zeigt ja, dass es da draußen eine gewaltige Masse an Menschen gibt, die sich für dieses Thema interessieren. Und das ist ja auch so. Ne? Ich meine, ich kann nur noch mal darüber reden. Ich möchte jetzt nicht immer Schleichwerbung für meine Dokumentation Hashtag ihr habt mitgemacht machen. Aber ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Diese Dokumentation Hashtag ihr habt mitgemacht, ja, die wurde auf einem Kanal veröffentlicht, der komplett zerschossen wurde von YouTube. Ja? Der Algorithmus war kaputt. Ich hatte einen fetten Shadowban, den ich höchstwahrscheinlich nach wie vor immer noch auf dem Kanal habe. Und trotz dieser ganzen Manipulationsmechanismen seitens YouTube ist meine Dokumentation damals durch die absolute Decke gegangen. Ihr erinnert euch alle noch daran. Ja, wo das ja eine Schnapsidee von mir war. Ihr wisst ja noch die erste Folge. Ich habe es ja schon so oft erzählt, wo ich mir dachte, ja, hier, ich habe die erste Folge von Hashtag ihr habt mitgemacht gemacht. Das war eigentlich eine Pilotfolge. Dann habe ich mir so gedacht, ja, komm, lädst du das Ganze mal auf Rumble hoch und auf TikTok und dann gucken wir mal. So, dann war das dort bereits 24 Stunden lang online und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, komm, laden wir das einfach mal just for fun auf YouTube hoch. Ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass das Video dort überlebt. Ich habe gedacht, das Video wird bestimmt so spätestens nach 2-3 Tagen gelöscht und ich habe gedacht, ja gut, wenn das Video stehen bleiben sollte, dann werde ich so nach einer Woche 5.000 Klicks haben. Das ist das, was ich mir ausgemalt habe. So, und dann war bereits nach wenigen Stunden, wo ich das erste Mal geguckt habe, ja, wie viele Klicks hat das Video eigentlich, hatte das Video einfach 50.000 Klicks innerhalb weniger Stunden und ist dann so innerhalb von, ja, ich glaube so ungefähr 24 Stunden, hatte das Video schon über 100.000 Klicks erreicht, wo ich mir dachte, wow, was ist denn hier los? Ja, da, nochmal, auf einem Kanal, der geshadowbanned ist und der komplett zerschossen vom Algorithmus ist und auch demonetarisiert mittlerweile. Zum damaligen Zeitpunkt war er noch nicht demonetarisiert, aber jetzt demonetarisiert. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Kanal bzw. diese Videos wären auf einem gesunden Kanal hochgegangen, der nicht geshadowbanned wäre und der dann auch noch überall gelistet wäre, so dass quasi YouTube die Videos listet. Dann kann ich euch jetzt schon sagen, ohne jetzt zu übertreiben, dass wir bestimmt mittlerweile bei jeder Folge
bei um die 1 Million Klicks wären. Hundertprozentig. Das heißt, bei insgesamt 14 Folgen mit der Bonusfolge noch obendrauf, wären wir bei 14 bis 15 Millionen Klicks und vielleicht sogar noch darüber. Das mal zum Thema, dass das Thema ja eigentlich keinen mehr interessiert da draußen, außer die Schwurbler. Ja, die halten noch an diesem Thema fest, die paar Schwurbler da draußen. Ja, weil sie ja sonst im Leben nichts haben. Ne? Nicht wahr? Ja. Und es weiterhin ein großes gesellschaftliches Interesse an diesem Thema gibt. Dieser Drops ist noch längst nicht gelutscht. Ja? Und was war die Motivation gewesen, dass wir dieses Video veröffentlicht haben? Wir beschäftigen uns seit über einem Jahr tagtäglich mit den Folgen dieser Corona-Politik. Wir haben damit jeden Tag zu tun. So wie ihr seht, an den Statistiken ist das unser tägliches Brot letztendlich. Nur dazu, ich werde am Ende des Videos nochmal eine Statistik veröffentlichen, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, mit Ergänzung des derzeitigen Quartals und Ergänzung, das haben manche in die Kommentare geschrieben, doch bitte mit den Daten von Anbeginn 2018, weil wir da eine deutlich höhere Grippe-Saison hatten. Ja, absolut. Ja, also das Interesse ist da und ich finde das auch gut, dass wenn die Leute da weitere Aktualisierungen in der Statistik wollten oder wollen, dass er das dann auf jeden Fall nachliefert. Ja, was die kuriose Grippewelle 2018 angeht, ist natürlich so ein Fall für sich. Könnte man sich vielleicht auch nochmal im Nachhinein darüber unterhalten, was genau das denn war, ne? Weil mich interessieren ja so Fälle immer und ich bin ja immer derjenige, der so nach der absoluten Wahrheit sucht. Da müsste ich eigentlich mal gucken, was damals vielleicht so unter anderem abgelaufen ist. Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Zeige ich euch nachher nochmal. Wird spannend. Ich habe zusätzlich nochmal die Daten ein bisschen kondensiert und wer es bis dahin nicht verstanden hat, der guckt sich bitte diese Grafik nochmal ganz genau an. Denn es ist erschreckend, was sich durch eine leicht veränderte Projektion auf einmal darstellt. Ja, es sind keine statistischen Tricks oder ähnliches, es sind die reinen Rohdaten unserer Praxis in diesem Video. Was habe ich anschließend gemacht? Ich habe, wie ihr wisst, die Daten unserer Praxis mit denen des Robert-Koch-Institutes verglichen, habe es also versucht, weitestgehend zu objektivieren, was wir hier vorgefunden haben und anschließend nochmal eine Studie gezeigt, die in die gleiche Richtung geht und eventuell die Erklärung dafür bietet, was sich hier tatsächlich abspielt. Ja? Ich habe in den Kommentaren viel darüber gelesen, unter anderem, dass es in den Familien tatsächlich Risse gegeben hat in Bezug auf die Einstellung zu der Impfung. Manche sind geimpft, manche sind nicht geimpft, nur einer ist in seiner Familie nicht geimpft, der dann entsprechend Probleme hatte, sich zu erklären und so weiter. Ja gut, das ist ja mittlerweile bekannt, ne? Da haben wir ja auch schon, boah, da reden wir ja schon seit sehr, sehr vielen Monaten, ach Jahren kann man jetzt mittlerweile schon sagen drüber. Ja, es hat einen riesengroßen Riss tatsächlich gegeben. Es wurden sehr viele Menschen in einzelnen Familienmitgliedern verstoßen, ja, und bis heute ist es so, dass es aufgrund dessen natürlich ein angespanntes Verhältnis zwischen einzelnen Familienmitgliedern gibt. Und das ist wirklich so, wo ich sage, das ist noch eine Schippe schlimmer, als was generell alles passiert ist, dass das dafür gesorgt hat, dass viele Familien da draußen auseinandergebrochen sind und das ist wirklich der absolute Wahnsinn und das ist ja unvorstellbar auch stellenweise, wie man sich da so spalten lassen konnte, echt unfassbar. So schlimm kannte ich das nicht bei uns im Bekannten- und Familienkreis, aber hatte gedacht, dass in der größten Pandemie der Welt, die wir seit 100 Jahren haben, es wenigstens mal zu Anrufen, zu Interesse dazu kommt, wie wir in einer Hausarztpraxis mitten in Deutschland die derzeitige Corona-Situation erleben, wie wir mit unseren Patienten umgehen, wie wir mit unserem Selbstschutz umgehen, wie hoch die Todesrate ist, wie hoch die schweren Verläufe sind, einfach um ein direktes Feedback vielleicht mal zu bekommen, wie gefährlich ist das Ganze im Vergleich zu dessen, was man da vielleicht im Fernsehen, im Radio und so weiter hört. Nichts, gar nichts. Ja?
Ich war total perplex. Ich dachte, naja gut, wer Interesse hat, kann anrufen, ist doch kein Problem. Aber es kam nichts. Ja gut, das ist natürlich auch so eine Sache, ne, da haben wir jetzt auch schon so oft drüber gesprochen, dass natürlich die Medien sich da eher so auf die Seite der Regierung positionieren, obwohl natürlich jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen Kritik geübt worden ist. Aber bis jetzt ist es ja tatsächlich so, dass man hier sagen kann, die Medien halten sich da sehr zurück. Und ich habe ja jetzt erst auch in den letzten Tagen wieder gesehen, gerade auch von den öffentlich-unrechtlichen Medienanstalten hier wieder relativiert wurde, es gibt keinen Skandal und so weiter. Ich glaube sogar die FAZ oder so oder irgendeine Zeitung hat es, glaube ich, auch heute gepostet. Es gibt keinen Skandal. Die RKI-Protokolle, da ist nichts zu finden und so weiter. Da muss man wirklich sagen, es ist eigentlich unglaublich, dass das immer noch nach wie vor so gemacht wird, wo man sich so denkt, Leute, wie, es gibt keinen Skandal. Es gibt jede Menge Skandale und es ist einfach nur unfassbar. Also, aber solange die Leute sich davon leiten lassen, kann man hier nur wieder sagen, wir können nichts dafür, wenn es so Leute gibt. Sie müssen sich selbst auf den Weg machen. Ich sage immer nur so, wir können die Tür aufmachen, aber durchgehen musst du alleine. Ja, und wer da nicht in der Lage zu ist, dann ist es leider einfach so. In den nächsten Videos werde ich darüber berichten, wie wir Corona hier in einer Hausarztpraxis mitten in einer deutschen Großstadt erlebt haben. Ich werde euch darüber berichten, wie viele schwere Fälle wir hatten, wie viele Tote wir hatten, wie viele leichte Fälle wir hatten, wie viele Impfreaktionen wir hatten und so weiter. Es wird äußerst spannend. Ja, aber auch hier muss man jetzt mal eine Sache sagen. Tut mir zwar leid, ne? Ich möchte jetzt natürlich jetzt nicht immer mit erhobenem Zeigefinger hier sitzen, aber was der gute Mann dort sagt, also heißt es ja, dass er es ja selber gemacht hat. Der hat ja selber die Gratis-Bratwurst dort den Leuten gegeben. So, und ich möchte nämlich auch gerne mal wissen, weil darüber redet er ja gerade aktuell nicht. Ich möchte nämlich auch mal wissen, ob die das eigentlich immer noch machen oder ob die damit aufgehört haben. Weil das sind nämlich immer so Sachen, man kann natürlich viel kritisieren. Man kann sich natürlich dann auch als Arzt da ins Video setzen und sagen, ja, und dann gab es da so ein paar Fälle, da gab es ein paar Reaktionen, wo man dann sagt, okay, mag ja sein, aber du scheinst es ja selber in deiner Praxis zu machen. Da muss man ja irgendwann überlegen, naja, warum scheinst du denn diesen Zaubertrank immer noch weiter an die Leute rauszugeben? Das ist natürlich so eine Sache, wo ich sage, muss das sein? Versteht ihr, was ich meine? Das ist schon krass. Deswegen, da muss man wirklich vorsichtig sein und ich bin mal gespannt, ob er es denn macht. Ich würde es gerne mal in die Kommentarfunktion schreiben und ihn fragen, ob er denn aktuell es noch macht in seiner Praxis. Würde mich mal interessieren. Auch in Bezug auf weitere Einzelheiten in Bezug auf dessen, was die RKI auf seiner Webseite geschrieben hat, unheimlich spannend und dann rausgenommen hat. Ich möchte drei kurze Zwischenbemerkungen machen, bevor ich zu der Grafik nochmal komme. Ein Kommentar war gewesen unter dem Video, ein seriöser Arzt hat gar keine Zeit, irgendwelche Statistiken zu erstellen. Ja, oh ja, das weiß ich noch. Diesen Kommentar habe ich sogar gelesen, das ist kein Witz, weil wir waren ja hier schon mal auf diesem Kanal und da war wirklich jemand, der geschrieben hat, ein seriöser Arzt hätte gar keine Zeit, Statistiken zu erstellen. Diese Leute leben so in ihrer, wirklich in ihrem Lummerland, das ist, also wirklich, es macht mich noch nicht mal mehr aggressiv, weil ich kann da einfach nur noch müde drüber lachen. Was sind das für Argumente? Merkt ihr, was von der Gegenseite für Argumente kommen? Diese Argumente, diese dermaßen auf ganz, ganz niedrigem Niveau, dass man sich manchmal die Frage stellt, hör mal, hat das eine KI hier irgendwie reingepostet oder stecken da wirklich Menschen hinter? Okay, komm, die KI beleidige ich damit sogar. Die KI ist ja deutlich schlauer als diese komischen Individuen da, die solche verrückten Kommentare posten. Ein seriöser Arzt hat ja gar keine Zeit, Statistiken zu erstellen. Also, lieber Kommentator, falls du auf dieses Video hier irgendwie gekommen sein sollst oder gerade aktuell im Stream dabei bist, warum auch immer, hast du mal darüber nachgedacht, dass der seriöse Arzt, wo du ja glaubst, dass er nicht seriös ist, sowas wie ein Wochenende hat oder nach Feierabend eventuell noch mal kurz da sitzt und versucht, eine Statistik ins Leben zu rufen? Du glaubst also, dass der Arzt, während er dort eine Sprechstunde hat oder während er gerade generell dort in der Tätigkeit als Arzt da seine Patienten betreut, dass er dann gleichzeitig an seinem Laptop sitzt oder an seinem Computer, je nachdem, und die Statistik ins Leben ruft? Also das sind so Sachen. Sind diese Kommentare echt oder stecken da irgendwelche Trolle hinter? Das kann doch nicht echt sein. Da kann sich doch
doch nicht so eine blöde Frage stellen. Vor allen Dingen, ein seriöser Arzt hat keine Zeit, Statistiken zu erstellen. Fand ich äußerst interessant und das hat mich dazu bewogen, zu überlegen, ob es nicht vielleicht mal sehr interessant wäre, euch zu zeigen, wie wir in unserer Arztpraxis überhaupt arbeiten. Wie viel Zeit wir unseren Patienten widmen können, obwohl es Kassenpatienten sind. Alles das werde ich euch in den nächsten Videos zeigen. Auch, wie gesagt, unheimlich interessant. Wir werden hier ein bisschen mehr ausbreiten, unsere Arbeitsweise darstellen. Es geht mir nur darum zu zeigen, dass es auch in Arztpraxen ganz anders laufen kann, als ihr es vielleicht da draußen kennt. Zweite Bemerkung. Wir haben in den letzten 3 Wochen erschreckenderweise 7 Lungenentzündungen diagnostiziert. Boah. Und das waren keine alten Patienten, das waren Patienten 19, 21, 25, 27, 35 und so weiter. Seht ihr das? Lungenentzündungen, die selten sind normalerweise. Lungenentzündungen sind normalerweise sehr, sehr selten. Das ist eigentlich der absolute Wahnsinn. Ich sage es immer wieder. Das ist ja das, was die Gegenseite nie glauben wollte. Ja? Ich habe immer gesagt, Leute, es ist so, dass es immer mehr junge Leute da draußen trifft, die aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, wir kennen die Erklärung, aber ihr wisst, wie ich das meine, plötzlich erkranken. Wie kann man denn als 19-Jähriger eine Lungenentzündung bekommen? Sorry, auch wenn es sich jetzt blöd anhört in dem Moment, aber wie kommst du denn in so jungen Jahren an eine Lungenentzündung? Was läuft denn da bitte alles schief? Aber egal, das mal eben zu dem Thema. Junge Patienten mit einer Lungenentzündung, 2 davon mussten wir sogar ins Krankenhaus überweisen. Es ist unglaublich. Dritte Bemerkung. Ich habe diese Statistik, die ich vor einiger Zeit erstellt habe und euch beim letzten Video gezeigt habe, einem Mitarbeiter in Deutschland vorgelegt. Und der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, seine Daten sehen genauso aus. Er hat aber auch gesagt, was Sie hier haben, das sind die Infektzahlen. Ich habe die Krebszahlen und die haben einen ähnlichen Verlauf. Aha, seht ihr, liebe Freunde, was habe ich vor langer Zeit schon vorausgesagt und auch letztens erst wieder drüber gesprochen, über den Anstieg der Krebserkrankungen. Na, und hier hat das doch gerade gesagt, ein Kollege von ihm hat gesagt, ich habe die Krebszahlen und die haben einen ähnlichen Verlauf wie die Infektionszahlen. Tja, eigenartig, nicht wahr? Aber es hat damit alles nichts zu tun, Verschwörungstheorie, Schwurbler behaupten, der heilige Zaubertrank habe was damit zu tun. Natürlich nicht, natürlich, das ist alles Zufall. Was? Ja. So, kommen wir nun zu der Statistik. Ich zeige euch die nochmal. Da ist sie. Und wie ihr seht, ist eine Kurve mit dazugekommen. Ich habe hier den Anfang von 2018 nochmal ergänzt. Das erste Quartal, das zweite Quartal. Hier sieht man, dass es aus einer höheren Steigung heraus tatsächlich dann absinkt. Anschließend wieder eine fast Nulllinie, auch da im Sommer. Und was wir sehen, ist das zweite Quartal, dass wir hier Werte haben, die so hoch wie noch nie im zweiten Quartal gewesen sind. Ja, also auch hier wieder erschreckende Zahlen. Es geht weiter und es hört nicht auf. Also ich muss mich mal kurz reinfuchsen. Aha, okay, also ja, ich habe sie jetzt gecheckt. Ja, ja, okay, das ist alles zusammengerechnet hier, also da hier auf der rechten Seite. Das sind alle Infekte, Bronchitis, grippaler Infekt, Tonsillitis und sowas. Ist also da oben in der roten mit einberechnet. Okay, ja, ja, ich habe es verstanden. 2018 war der Wert über 450, 2019 ist er dann leicht wieder runtergegangen. Dann 2020 ist er wieder hoch, dann ist er relativ gleichbleibend geblieben, dann ist er runtergegangen zum Jahre 2021, dann durchlief das Jahr 2021 relativ normale Werte und dann zum Jahreswechsel auf 2022, hui, ging das Ganze nach oben, aber wie? Ja, und dann wurde das Ganze nochmal im Jahre 2023 getoppt. Jetzt muss man aber ehrlich gesagt sagen, ne, hier hinter mir seht ihr das, 2024 ging es rapide nach unten, aber ist trotzdem noch auf einem sehr hohen Niveau. Ihr seht es da ja, ne, also es bleibt auch da wieder gleich auf einem hohen Niveau zu den Jahren 18, 19, 20, 21. Ja? Ich hoffe, dass ich sie jetzt richtig gelesen habe. Ich hoffe, es war jetzt gut. Nie im zweiten Quartal gewesen sind. Ja, also auch hier wieder erschreckende
Zahlen. Es geht weiter und es hört nicht auf. Das ist die Gesamtzahl aller Infekte innerhalb eines Jahres. Das heißt, ich habe alle 4 Quartale zusammengezählt. Ja. Das ist nicht die Anzahl pro Quartal, sondern es ist ein einziger Wert, der sich über das gesamte Quartal hinzieht. Ein einziger Wert. Und wir sehen vor den Impfungen, dass wir hier ein Auf und Ab haben, mal mehr, mal weniger. Aber anschließend sehen wir den Übergang von 2021 zu 2022. Was soll man dazu sagen? Unglaublich. Also es bahnt sich hier weiter etwas sehr Hohes an. Ich bin auf die weiteren 2 Quartale gespannt. Ich werde das jetzt immer weiter fortführen und mal gucken, was bei herauskommt. Ganz wichtig nochmal, was ich hier habe, sind nicht die Anzahl der Patienten, sondern die Anzahl der Infektionen. Das ist ein Unterschied. Denn es kann gut sein, dass viele Patienten sagen, ich merke gar nichts, ich habe keine Infekte, ich bin geimpft, aber ich merke nichts, alles gut, mein Immunsystem ist weiterhin top. Haben wir, gar keine Frage. Aber wir haben eine Anzahl an Patienten, die mit immer wiederkehrenden Infekten hier aufschlagen und sagen, es geht immer weiter, es hört nicht auf, es geht auf und ab. Es wurde ja schon häufiger der Verdacht geäußert, dass gewisse Chargennummern für entsprechend hohe Nebenwirkungsraten verantwortlich sind. Und vielleicht ist es hier auch tatsächlich der Fall, dass manche Patienten so häufig Infekte haben, andere wiederum gar nicht. Das müssen weitere Studien klären natürlich, ja. Aber das muss aufgedeckt und dem muss nachgegangen werden. Wenn man sich unsere Praxisstatistik so ansieht, dann würde mich brennend interessieren, wie es in anderen Hausarztpraxen in Deutschland aussieht. Ich würde dazu aufrufen, dass jeder Hausarzt sich solch eine Statistik mal selber erstellt und anschließend veröffentlicht. Oder? Machen das alle? Also, wie gesagt, es wartet noch einiges Interessantes auf euch. Wenn ihr diesen YouTube-Kanal abonnieren wollt, dann macht es. Ich werde demnächst weitere Videos einstellen. Ich versuche es vielleicht jede Woche hinzukriegen, wenn ich entsprechend Zeit dafür habe, das zu machen. Bleibt dran. Alles klar. So welcome to the fire. Ja, diese Feier hier. Das war Infektanstieg geht weiter, höchste Infektionszahl im Sommer 2024 von Willi Warns. Das hier ist, wie gesagt, das Video, was heute abgeloadet wurde, gestern am 18.08. Ja, für alle Leute da draußen, geht gerne auch auf seinen Kanal. Checkt ihn mal aus, mal gucken, was er da demnächst so für Videos hochladen wird. Also an alle Leute da draußen, Finger weg von den ganzen Genmanipulationen, die dort euch angeboten werden. Ja, aber ich finde, er hätte noch ein paar mehr Sachen da zeigen können. Bin gespannt auf die nächsten Videos, die folgen. Wir beobachten ihn mal und dann schauen wir mal, ja, was da demnächst noch so auf uns zukommen wird.